Husqvarna, Modelljahr 2021. Einmal, das ist die Damenversion und das ist die Herrenversion. Jetzt frage ich eigentlich Nico Ockenfels, wo ist denn jetzt der Unterschied zur Damen-, zur Herrenversion? Wahrscheinlich ist es der Winkel vom Oberrohr, aber so viel kann ich nur sagen, denn so viel Unterschied sehe ich jetzt nicht. Das heißt also, sie nähern sich langsam an Damen- und Herrenräder. Ist doch das, was die Frauen wollen. Die wollen Gleichberechtigung. Jetzt kriegen sie es. Nee, ist so die Anatomie bei Frauen ist wirklich ein bisschen anders? Ja, wir haben, also das, was du visuell siehst, ist das stärker abfallende Oberrohr. Wir sprechen in diesem Fall ja immer von einem Trapezrahmen. Das heißt, einem abfallenden Oberrohr, was ungefähr mittig des Sitzrohrs liegt. Es kommt immer auf die Rahmengröße natürlich auch drauf an. Und bei einem Herrenrad sprechen wir eigentlich von einem Diamantrahmen, wo das Oberrohr deutlich weiter oben ansetzt. Aber es ist nicht nur das, es geht wirklich halt auch um die Geometrie. Das Herrenrad ist im Verhältnis länger, beziehungsweise das Damenrad kürzer. Frauen haben meistens längere Beine, kürzeren Oberkörper und die brauchen einfach das etwas kompaktere Rad. Natürlich, auch ein großer Vorteil ist mehr Schrittfreiheit. Es gibt durchaus auch Männer, die sehr kurze Beine haben, dann kommt denen das hier eher zugute. Also wenn ich stehe zum Beispiel. Genau, wenn man drüber steht. Man muss halt immer gerade aufpassen, kurze Beine bedeutet langer Oberkörper, dann ist eine kompakte Geometrie immer schwierig. Aber das sind ja immer Sachen, die wir individuell mit dem Kunden dann auch anschauen, von der Abstimmung her, von der Rahmengröße her. Und das ist ja unser Job, da auch mit dem Kunden zusammen das passende Rad dann einfach rauszusuchen. Ja, aus Nico wird jetzt die Nicole, wenn du mal gerade so lieb bist und das Damenrad mal gerade runterhebst. Denn das Thema Einstieg wollen wir gerade mal ein bisschen zeigen. Anhand eines plastischen Beispiels ist wirklich schon passiert, dass kurze Männer schon mal zur Damenversion gegriffen haben, weil sie gesagt haben, es gefällt mir besser. Ja, gefallen ist das eine. Zum anderen ist es aber dann wirklich das Problem, wenig Schrittfreiheit zu haben. Wir haben ja durchaus bei vielen Herstellern, Cube geht ja auch dazu über im Mountainbike-Bereich, nicht mehr dieses klassische Damenmodell in der Diamantform zu machen, sondern auf die Trapezvariante zu gehen. Und da gibt es auch einige Männer, die das einfach bevorzugen, mehr Schrittfreiheit einfach auch zu haben. Und da spricht auch nichts dagegen. Ein Tiefeinstieg beim Trekkingrad ist heute auch kein Damenrad mehr, das ist ein Unisexrad. Ne? Die Rahmengröße von dem her? Bei dem haben wir Rahmengröße 40. 40, das ist L, oder? Das ist schon relativ klein, nee, das ist jetzt schon S-Rahmengröße. Und bei dem Modell ist es auch relativ klein im Verhältnis, da ist es ein 45er. Also es wäre jetzt nichts für dich eigentlich, oder? Nee, wäre jetzt nichts für mich. Das sind jetzt die ersten Räder, die wir bekommen haben. Ich muss sagen, die CT-Serie, sprich Cross-Tourer übersetzt, ist eine Serie, die im parallelen Bereich zu den Grand-Tourern gekommen ist. Das Grand-Tourer hat den Supermoto-Reifen, den wir ja schon ein bisschen länger kennen, also komplett glattes Profil. Und bei den Cross-Tourern geht es darum, einen Reifen zu haben, der im Verhältnis halt auch im Gelände einsetzbar ist. Heißt jetzt nicht nur im groben Geläuf. Hier in dem Fall ist jetzt der Johnny Watts drauf. Vorher war es der Smart Sam. Johnny Watts ist jetzt so ein bisschen natürlich Watts in dem Sinn E-Bike-tauglicher Reifen, also es ist ein reiner E-Bike-Reifen und aber auch von der Profilierung so abgestimmt, dass ich ähnlich wie eine Art Mittelsteg habe, das heißt also sehr eng anliegende Stollen und seitlich halt aber auch grobe Stollen, um auf Waldwegen besser vorwärts zu kommen. Ich sehe die Cross-Tourer-Serie auch als interessanter wie die Grand-Tourer. Grand-Tourer ist schon deutlich mehr auf die Straße halt zu sehen und hier ist die Bandbreite viel, viel größer. Ich habe durch das 27,5 Zoll Laufrad, wir haben kein 28 oder 29, ein Rad, was sich wirklich sehr, sehr handlich und wendig fahren lässt. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem Damenrad auch, gerade sehr, sehr kleine Frauen, unter 1,60. Ist das Rad, wo wir im vergangenen Jahr so viele positive Rückmeldungen bekommen haben, und ich spreche explizit von Frauen unter 1,60 mit der kleinsten Rahmengröße, die sagen, boah, das ist ein super wendiges Rad. Und also, das muss man wirklich sehen, wenn ich 1,60 groß bin, ich bin jetzt 1,85, dann ist das halt was anderes. Das ganze Rad, das 27,5 Zoll Rad, bleibt ja das gleiche, ob ich jetzt 1,90 groß bin oder sage ich mal 1,55. Und dann ist einfach entscheidend, dass ich über den Rahmen ein handliches, kompaktes Rad habe. Und das macht es halt wirklich aus. Wir haben jetzt einige Kunden, die auf die Räder auch schon warten. Das Programm wurde ein bisschen gestrafft. Das CT4 hat im Verhältnis zum Vorgängermodell
Aber einen entscheidenden Faktor, wir liegen beim gleichen Preispunkt, die Modellbezeichnung ist ein bisschen eine andere, das war nämlich letztes Jahr das CT5. Gleicher Preispunkt, sprich 3.599 Euro, aber eigentlich sind die Räder nicht günstiger geworden. Wir haben den E8000 Motor statt im vergangenen Jahr den E7000, hier in diesem Fall jetzt mit 75 Newtonmeter, und wir haben den großen 630 Wattstunden Akku mit drin. Letztes Jahr noch 500 Wattstunden. Ich bekomme für das gleiche Geld einen größeren Akku und einen stärkeren Motor. So. Zeig mal Einstieg, das wirst du mal sehen. Also das ist jetzt ein kleines Fahrrad für dich. Du könntest jetzt problemlos so aufsteigen, aber wenn du jetzt mal ganz bewusst mal die Hüftdysplasie zeigst, den Einstieg. Den Einstieg darüber, den würde ich so auch nicht machen, weil du siehst selber, wie weit ich das... Ist einfacher so hin. Ne? Okay. Hintenrum ist schon einfacher. Also ein Rahmen in dieser Form, sprich, macht es keinen Sinn, darüber einzusteigen. Nee, ich denke nur, jetzt habe ich ja schon mal einen Kindersitz hinten drauf. Das ja, ist ja... Dann ist der Weg natürlich dann, nicht anders machbar. Also dann müsste ja quasi klar. In Richtung Spangat... und dann erst drauf. Aber es gibt ja viele Frauen, die haben vielleicht sogar einen Kindersitz drauf und die dann sagen, da kann ich gar nicht mehr einsteigen. Genau. Das Kind, also das geht natürlich schon in dem Sinne. Genau, wenn du es gerade mal ganz langsam machst, dass man das mal sieht. Also du hast jetzt große Beine, aber trotzdem, du kannst es leicht anwinkeln. Zeig das mal bitte. Also zu dir, praktisch so, dann kommt es runter. Natürlich sagen, mit Kindersitz, da fällt mir das Kind ja schon. Ja, raus, das, ne? Kind ist ja festgemacht jetzt. So. Aber du musst dann so sehen, dann geht das Vorderrad halt hoch, weil das Kind natürlich hinten drückt. Okay, dann mach mal so, wie du. Hebt bei mir das Vorderrad, das darf man dann nicht verkennen. Du hast jetzt wie viele Kinder? Zwei. Ich habe drei, also ich kenne mich viel besser aus. Ich hab, nee, ich habe ja noch einen kleinen. Ich habe die nur im Hänger. Nee, sehr schön. Also man kann es ja ganz leicht anwinkeln und dann steigt man ein. Ist übrigens ein Trick, für alle, die es noch nicht wissen, wenn man Räder anwinkelt, sinkt die Einstiegshöhe. So gesehen richtig, ja. Okay, sehr schön. Also das passt. Und jetzt einmal kurz beim Herrenrad. Das ist jetzt beim CT4 das gleiche in Grün. Und auch mal ganz bewusst, da ist schon ein bisschen höher. Schon ein bisschen höher. Ist jetzt, wie gesagt, im Verhältnis mein Rahmen, nicht meine Rahmengröße. Aber das Entscheidende bei dem Rad ist wirklich die Wendigkeit. Ne? Durch das 27,5 Zoll. Ein Trekkingrad kennen wir immer als 28 Zoll, schmälere Bereifung. Hier haben wir eine ausreichende Breite, es ist auch kein überdimensionierter Reifen. Aber ich muss es immer wieder bei dem Rad explizit sagen, die Wendigkeit und die Handlichkeit. Und das bestätigt wirklich die Kundschaft, die kleine Kundschaft, die dieses Rad für sich so auserkoren hat, dass es unheimlich wendig ist, leicht zu fahren. Und ich glaube, wenn man unter 1,60 groß ist, hat man da auch andere Bedürfnisse, einen anderen Angstfaktor halt auch. Es ist immer noch für diejenigen ein viel, viel größeres Fahrrad, wie wenn wir jetzt unsere Rahmengröße nehmen. Und das also macht das Rad aus. Genau, es sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Kinderfahrrad. Man könnte es auch, ich sag mal, für 12-Jährige, 13-Jährige einsetzen. Für die nächsten 2-3 Jahre würde gehen. Also ja, wenn ich jetzt, also die Grundbasis ist ja ähnlich zu einem Mountainbike. Ne? Es ist immer die Frage, kommt ein Trekkingrad, jetzt sage ich mal mehr aus dem Mountainbike-Segment, oftmals haben wir dann 29 Zoll Laufräder, oder kommt es mehr aus der Trekkingrad-Fraktion, nur es geht dann mit 27,5. Ne? Es geht mir ja darum. Also jetzt ist ja oft so, der Sohn, die Tochter schielt auf ein E-Bike, ja. Der Vater braucht ein Argument, die Mutter will eh nicht fahren, ja, sondern die ist mal froh, Spiel gehen, ja. Da wird das Spiel gehen und da kann dann die Tochter mit dem E-Bike von der Mutter fahren. Klar. So, das würde gehen. Ja, das würde gehen. Ich will jetzt keine Anwendungshinweise, aber sehr, sehr oft sind die Frauen ja mal ganz glücklich, wenn die Männer mit den Kindern aus dem Haus sind, dann können die endlich mal ein bisschen Netflix gucken oder irgendwas anderes machen, wo sie Lust drauf haben. Das heißt, also hier würde ich auch, ich sag mal, eine Mädel, was so vielleicht so 12 ist, eine große Freude machen. Man kann es also dann sehr schön benutzen, auch für heranwachsende Kinder. Durchaus. Also vom Einsatzzweck her ist die Bandbreite hier sehr, sehr groß. Und wir sehen es halt auch wirklich, ich meine, es gibt ja auch das Herrenrad in Rahmengröße 60. Der entscheidende Faktor bei diesem Rad ist halt auch wirklich die Wendigkeit, die Handlichkeit. Ich erwähne es wirklich so oft in dem Video hier, weil jeder Kunde, der das nicht glaubt, kann gerne vorbeikommen, ob jetzt bei uns oder vielleicht auch bei einem anderen Händler, der Husqvarna führt, und soll dieses Rad einfach halt auch mal fahren, damit er einfach mal sieht, wie im Verhältnis zu einem klassischen 28 Zoll, wie wendig und handlich sich dieses Rad halt fahren lässt. Und gerade für die kleineren Personen ist das ein entscheidender Faktor. Ansonsten, klar, konsequent geht Husqvarna auf Shimano. Wir haben das Display ja gerade mal angemacht.
Wir haben ein sehr übersichtlich aufgeräumtes Display, was gut zu erkennen ist. Ich habe rein auf dem Display selber auch den Lichtschalter, um das Licht an- und wiederum auszuschalten. Mach mal bitte. Aus und wieder an. Wahnsinn, es hat funktioniert. Hat funktioniert. Also es gibt einen eigenen Lichtschalter am Display. Genau, den Taster links für das Bedienen der Unterstützung, heißt also hier Eco, Trail und Boost, Maximalunterstützung. Boost geht gut. Boost geht dann schon super. Ja, also man muss dazu sagen, wir haben jetzt hier den E8000. Der E8000 war im Modelljahr 2020 der Top-Motor im Shimano-Segment. Und das Modell hatte vorher den E7000, also den kleinen Bruder sozusagen. Und durch den neuen EP8-Motor, der bei dem Modell oben drüber, bei dem CT5 dann kommt, haben wir nochmals mehr Power. Also liebe Kinder, wenn ihr das seht, die Mama braucht unbedingt ein neues Fahrrad, nämlich den E8000 von Shimano. Der geht wirklich gut. Das Drehmoment, was hat er? 75 haben wir jetzt bei dem hier. Es ist wirklich so, das Rad ist deutlich aufgewertet. Der Rahmen wurde auch etwas überarbeitet im Gesamten. Hat da ein bisschen Änderungen vorgenommen. Es gibt auch hier bei den Modellen eine Tiefeinstiegsvariante nochmal zusätzlich obendrauf. Was heißt denn das? Tiefeinstieg. Achso, ganz unten. Genau. Rahmenrohr weg. Tiefeneinstieg. Die Modelle sind jetzt aktuell aber leider noch nicht ausgeliefert. Ist das der gleiche Name eigentlich? Genau, ist dann auch der Cross Tourer 4. Gibt es dann als Wave, als Tiefeinstieg, als Trapez oder als Diamantrahmenform. Diamant war Herren, Trapez ist Damen und der Tiefeinstieg ist so gesehen eine Unisex-Variante. Husqvarna, wir müssen mal stark ausholen. Das Unternehmen sitzt wo? Also ich sag mal, die Marke Husqvarna kennt man ja, Kettensägen, was weiß ich, was die alles machen. Also hauptsächlich so im nordischen Bereich. Sie machen Rennmotorräder für Dirt-Verhältnisse, also wenn es um Schlamm geht. Aber sie bauen jetzt auch E-Bikes und zwar nur E-Bikes. Nur E-Bikes, also ganz konsequent. Wir haben keine normalen Fahrzeuge, sprich ohne Motor oder ähnliches. Wir machen Husqvarna eigentlich seit Anfang an, jetzt knapp 4 Jahre. Und das Produktportfolio wird eigentlich immer weiter ausgebaut, kann man sagen. Die Kollektionen jetzt bei dem Crosstourer ist ein bisschen gestrafft worden, was aber auch nicht schlimm ist. Es gab da ein Modell, was wir nicht gebraucht haben. Ganz im Gegenteil, wir haben hier ein Rad, was deutlich besser ausgestattet ist. Wie schon gesagt, besserer Motor oder stärkerer Motor und dann auch noch größerer Akku. Bei dem Top-Modell sind wir jetzt unter 4.000 Euro mit dem neuen EP8-Motor, also das ist das Crosstourer 5. Das Rad fehlt uns aktuell noch, wird ausgeliefert, hoffe ich jetzt mal Mitte, Ende Februar, werden wir dann auch auf jeden Fall noch ein Video zu machen. Ansonsten zur Kollektion, also Husqvarna gehört zur Pexco-Gruppe, wo unter anderem auch Raymond unter dem Dach ist. Und Husqvarna als Marke steht ganz konsequent für hochwertige E-Bikes. Auch in den anderen Märkten, ob das Kettensägen sind, Rasenmäher, steht Husqvarna immer für hochwertige Qualität. Passt. Also das heißt, ihr habt ja wenig Stress mit den Produkten? Ja, wenig Stress. Gut, das ist wichtig. So, jetzt muss man ja nochmal erwähnen, so ein Fahrrad besteht ja einmal aus dem Design des Rahmens, das macht dann der Hersteller und dann habe ich wie so eine Art Baukasten wie Lego, kann ich sagen, ich möchte gerne die Schaltung haben, ich möchte gerne das haben und das bestimmt auch ein bisschen den Preis. Fangen wir mal an, Schutzblech, aus welchem Material ist es? Kunststoff. Kunststoff. Ja, wir haben Kunststoffschutzblech. Was auch absolut okay ist, selbst wenn wir sagen, für 3.600 Euro könnt ihr auch ein Metallschutzblech drauf. Das ist Es klappert nicht. Also es klappert einfach nicht. Das ist halt der Vorteil dort dabei. Wir haben im Gesamten eine Federgabel natürlich auch mit drin. Hier geht es um das Thema Komfort. Die lässt sich zusätzlich dann auch noch blockieren. Eine Stahlfeder? Eine Stahlfeder ist da drin, genau. Okay. Lässt sich dann über die Vorspannung halt auch noch verändern. Okay, das heißt, hier kann ich das Gewicht nochmal einstellen? Genau, nochmal zusätzlich das Gewicht verändern. Wir haben eine Scheibenbremse. Also ja, wenn du gerade so lieb bist, die mal kurz einfederst ein bisschen. Dass man das mal sieht. Also die funktioniert auch sehr gut, muss man sagen. Ist jetzt keine Luftfeder, aber tut ihren Dienst. Genau, also bei dem Topmodell, bei dem CT5, haben wir dann eine Luftgabel mit drin. Das macht dann auch die Unterschiede vom Preis aus. Also wir reden von 3.599 Euro, gehen wir 400 Euro teurer auf 3.999 Euro. Okay. Dann die Bremse, ganz wichtig. Genau. Eine tolle Bremsanlage, 2 Kolben. Richtig, von Shimano.
Also auch hier muss man sagen, die Anlage ist mehr als ausreichend für dieses Rad in diesem Einsatzsegment. Wir machen hier keine Downhill-Fahrt oder sonstiges. Und von standfest, der Dimension, genau. Also auch mit sehr viel Vorsicht eine Zweikolben zu genießen. Also wenn noch nie eine hydraulische, ich sag mal, Bremsanlage hatte, die bremst. Und wenn man da richtig zieht und ist erschrocken, dann fällt man übers Vorderrad. Also die bremst so krass, dass man das wirklich mal üben soll. Ja, wir haben durchaus Power. Also es braucht einen Moment, 20, 30 Bremsungen, bis man so eine Bremsanlage eingebremst ist, egal in welcher Qualität. Und dann kommt aber auch die optimale Leistung. Und man auch weiß, wie man es einstellen kann. Habe ich hier am Schalthebel die Möglichkeit, das zu adaptieren an der Länge? Das habe ich mal gesehen bei Kinderfahrrädern, dass du das mit so einer Rändelschraube einstellen kannst. Die Hebelweite an genau, sich, die Hebelweite. Ja, das lässt sich hier drüber halt auch verändern. Wir haben hier die Madenschraube, da kommen wir wieder hier auch auf den Punkt, die kleineren Personen, die natürlich auch kürzere Finger haben, lässt sich der Hebel hier auch näher ran arretieren. Das ist kein Problem. In Deutschland ist ja, glaube ich, linke Seite ist die Vorderradbremse, rechts ist die Hinterradbremse, genau. Das ist auch so. Die Schaltung befindet sich direkt hier drunter. Das ist, was da für eine Schaltung? Shimano Deore Schaltgruppe haben wir hier verbaut. Also auch dort eine hochwertige, solide Mittelklasse-Gruppe, die einfach tadellos funktioniert. Und ich glaube, darum geht es auch in diesem Bereich. Es muss nicht immer XT oder Ähnliches sein. Die Deore ist im Prinzip komplett neu überarbeitet für das Modelljahr 2021 und hat wirklich eine sehr hochwertige Schaltperformance. Hat auch einen riesen Vorteil. Ich kann das volle Drehmoment nutzen gegenüber einer Nabenschaltung. Also das sieht man ja in den Bereichen öfter mal. Bedeutet, so eine Kettenschaltung kriege ich so schnell nicht kaputt. Eine Nabenschaltung, hat der Motor Drehmoment. Ich trete da nochmal richtig rein. Das hat schon die eine oder andere Nabenschaltung zerlegt. Und deswegen hat man das auch gedrosselt. Genau. Nabenschaltungen haben einfach den Faktor, dass wir sagen müssen, die klassischen 7- oder 8-Gang-Naben können nur bis zu einem gewissen Newtonmeter-Anzahl gehen. Im Regelfall sind das 50 Newtonmeter. Wir hatten in dem Pauli ja das Rad auch gezeigt gehabt, die neue 5-Gang-Nabenschaltung. Hier können wir höher gehen. Wir haben weniger Gänge, weniger Übersetzungen und dementsprechend hält der Nabenkörper auch deutlich mehr aus. Aber wir haben immer eine Begrenzung. Das heißt also jetzt, ein Topmotor wie den EP8 mit 85 Newtonmetern kann ich nicht mit einer 7- oder 8-Gang-Kombination fahren. Es sei denn, ich würde den Motor drosseln. Oh, jetzt haben wir hier ein Hardtail. Zeig mal bitte die federbare Sattelstütze, die hinten liegt, denn das ist ein toller Einsatz. Wir wollen es einfach mal zeigen, damit Sie nicht kommen und anschließend sagen, nach der ersten Waldfahrt hätte ich das gewusst, denn das ist wirklich was Tolles. Es gibt auch verschiedene Systeme, das ist wahrscheinlich auch keine günstige, aber sie funktioniert und sie ist aus dem Saarland. Genau, sie ist aus dem Saarland, von einem sehr netten Händlerkollegen von mir, der sich jetzt aber rein konsequent um die Themen hier kümmert, um sein Produkt, ob das jetzt die Vorbaueinheit ist wie der Speedlifter. Bei Schulz, in dem Fall die G2-Sattelstütze, altes, bewährtes Produkt, keinerlei Reklamation, zumindest mal bei uns. Null, wirklich null. Wir sprechen hier von allerhöchster Qualität, Preislage um die 180 Euro, je nachdem welche Ausführung, welche Möglichkeit. Da ist auch eine Feder dabei? Da ist eine Feder mit dabei, klar, immer passend auch auf das Körpergewicht. Es gibt 5 verschiedene Farben, heißt also von der Gewichtsklasse 45 Kilo bis hoch, ich weiß es gar nicht, kann ich aber auch gerne mal zeigen. Hier auf der Rückseite. Gewichte drauf. Wir gehen bis 150 Kilo, ne? Also heißt, die ist auch zugelassen für Schwergewichte, weil die meisten Sattelstützen hören mal locker bei 100 Kilo auf und dann hat sich schon getan mit der gefederten Stütze. Das ist hier anders. Wir haben auch kein anderes Modell von der Güte her, vom Material. Es ist nur der Federtausch, sonst nichts. Und das Coole ist, Feder kann man tauschen, wenn ich mal abgenommen habe. Und dann wird quasi dieser Sattel wird rausgenommen, wenn du es nur mal andeutest und dann das Rohr ersetzt. Genau. Also hier würde das jetzt gerade so auch reinpassen. Weiter runter dürfte der Sattel nicht gehen. Wir unterscheiden bei der G2 aber auch in 2 Federwegen, 30 und 50 mm Federweg. Und hier kommt es halt wirklich drauf an, habe ich nicht so viel Platz hier, würde ich immer auf eine 30 mm gehen. Habe ich den Platz, würde ich auf eine 50 mm gehen. Und das Parallelogramm wandert schlussendlich immer nach hinten und ist von der Funktionalität eigentlich mit das Beste, was man dort haben kann. Also diese klassischen, die nach unten gehen, so ganz einfache 20, 30, 40 Euro Preislage. Ja, das funktioniert, aber
ist es nicht das, was eine gefederte Stütze kann. Wenn ich wirklich Probleme mit dem Rücken habe, dann bin ich ganz ehrlich, soll es mir auch die 180 Euro wert sein, einfach auch, der Gesundheit wegen. Aber auch der Fahrkomfort in der Stadt, also selbst mal so kleine Bordsteine, du kriegst ja alles mit bei so einem Hardtail, so ist es halt mal. Man kann über den Luftdruck der Reifen noch ein bisschen was machen, aber man muss es mal gefahren haben. Also das ist wirklich so. Und der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Die Leute, die das gekauft haben, die schlagen die Hände im Kopf zusammen. Wieso hast du mir das nicht gesagt? Deswegen habe ich jetzt mal die Initiative ergriffen, ohne jetzt den Kollegen, gerade mal der Vorname vom Kollegen? Markus. Den Markus da irgendwie vorzugreifen. Tolles Produkt und es hält. Das heißt, es funktioniert richtig gut. Ja, auch gerade für, ich sage jetzt mal, 150 Kilo Personen, das muss halt schon was aushalten. Also ich mache dann quasi aus meinem Hardtail, wo hinten dann nicht gefedert ist, eine gefederte Variante, jetzt nicht, damit das Rad hinten auf der Straße liegt, das ist damit nicht geeignet, richtig. Aber ich habe einen viel besseren Sitzkomfort. Genau, die gefederte Stütze kann in erster Linie immer nur mit dem Körpergewicht arbeiten. Das ist kein aktives System wie bei einem Motorrad oder bei einem vollgefederten Rad, was den Kontakt am Boden hält. Hier ist das Prinzip einfach den Rücken zu schonen, den Körper zu schonen. Bandscheibenvorfall ist da ein gutes Beispiel für, wenn man auch sagt, okay, vollgefedertes Rad ist mir einfach zu teuer, aber ich habe einen Bandscheibenvorfall, dann würde ich zumindest mal so ein Produkt empfehlen. Muss gar nicht, also ich hab ja selber so ein kleines Klapprad, ein Faltrad, also wir haben es hier vorne ja im Einsatz gezeigt, auch da kann man es einsetzen, man kann es nachrüsten, also man kann dich auch mal anrufen und kann sagen, hier, ich brauche nur mal die Stütze, wir wollten es nur mal zeigen, also dass einer mal sieht, wenn er sagt, hey, brauche ich einen Fully oder nicht, denn so ein Hardtail hat natürlich massive Vorteile. Ich habe die Möglichkeit, wirklich einen Gepäckträger anzubringen, der auch viel Gepäck tragen kann. Hier haben wir einen von, was ist das hier? Das ist ein MIG. Ein MIG? Träger. Hab noch nie gehört. Also es gibt mittlerweile, das ist so ein bisschen eine nervige Geschichte für uns Händler. Es gibt ja jede Menge Gepäckträgerhersteller, ob das jetzt der MIG-Träger ist, ob das ein Ragtime-Träger ist, ob das ein Carrion More ist. Bei Husqvarna haben wir konsequent MIG-System. Bei unseren Marken, wie zum Beispiel Bergamont, haben wir ein Ragtime-System. Bei High-Bike-Trekking-Rädern haben wir ein Carrion More-System. Es gibt immer die passenden Taschen dort für. Die man einfach nur einklickt. Hier warten wir gerade aktuell auf die Taschen. Du hast keine einzige da? Nein, ich habe keine einzige da. Sie sind momentan nicht lieferbar. Und das funktioniert aber ähnlich wie das Ragtime-System. Wir haben hier die Öffnungen, wie dort und dort. Ich setze die Tasche auf, schiebe sie nach vorne. Das sind im Prinzip wie so zwei Pins, die dann dort einrasten. Also vier insgesamt, zwei vorne, zwei hinten. Und dadurch habe ich einen festen Halt der Tasche, Korb oder ähnliches. Die klicken einfach nur rein, kann ich binnen Sekunden abnehmen, halten sehr gut. Nicht geeignet, glaube ich, für Kindersitze, da gibt es nichts für. Die müssen, glaube ich, noch normal festgehalten, oder gibt es schon? Kindersitz gibt es durchaus auch. Ich empfehle aber einen Kindersitz immer freitragend. Entweder halt, sage ich mal, in der Fixierung am Rahmen und dann über den Bügel freischwebend. Weil auch hier dasselbe Prinzip ist. Ist ja auf dem Gepäckträger, geht jeder Schlag komplett auf das Kind über. Bordstein hoch, runter. Bei einem freitragenden System habe ich wenigstens noch einen gewissen Flex durch das Körpergewicht. Also das heißt, wenn das Kind nicht so lieb ist, kriegt es das auch im Gepäckträger. So, dann, also nee. Ich war noch auf dem normalen Gepäckträger zu meiner. Was auch cool ist, guck mal hier, die Stange hier, die ist komplett versenkt. Ich habe einen komplett eben. Das heißt, wenn ich dann doch mal die Schwester mitnehme und die sich da hinten drauf knallt, dann kann die noch wie beim Moped sich unten festhalten. Kann sich unten noch festhalten. Sehr richtig. Schön. Also tolles System, kann ich richtig viel festmachen. Unter anderem Packtaschen. Das haben wir beim letzten Video schon mal gezeigt. Da haben Leute sogar die Stelle eingeschickt, wo die Packtasche zu sehen war. Gesagt, genau die will ich haben. Du hast viel Zubehör unten, aber wird jetzt zu weit führen. Das Laden von dem Akku, wie geht das? Das Laden vom Akku geht im Prinzip über die direkte Ladebuchse. Man sieht es hier, also auch das System funktioniert super gut. Der Gummi ist ausreichend, das heißt, den setze ich ein und der hält auch. Ne? Da geht jetzt nicht direkt was ab. Und das ist halt wichtig, dass es auch komplett dicht ist. Ansonsten kann ich natürlich den Akku auch entnehmen. Wie gesagt, 630 Wattstunden Akku bei dem Modell. Nochmal eine Aufwertung im Vergleich zum Vorgänger. Vorgänger war aber das CT5. Bitte dort nicht verwechseln. Das CT4 war im vergangenen Jahr ein anderes Modell. Also, zusammengefasst, ein Trekkingrad, korrekt? Ja. Ein Trekkingrad, also Trekking heißt, ich kann damit auch mal ins leichte Gelände. Jetzt vielleicht nicht in Bikepark, aber auch in Wald, kein Problem. Auch mal eine kleine Waldabfahrt, ein Waldweg, das geht. Das kann auch ein bisschen gröber zugehen. Ich habe aber ganz tolle Straßeneigenschaften, dadurch, dass der Reifen, der montiert ist, der Johnny Watts, tolle
ich sag mal, tollen Grip bietet, sowohl im Gelände als auch. Ja, das ist wirklich eine tolle Eigenschaft. Also der Reifen ist ja komplett neu für 2021. Ersetzt so ein bisschen auch mit den Smart Sam, was ja für mich immer schon so die eierlegende Wollmilchsau war. Der Reifen geht konsequent von der Gummimischung da noch ein bisschen in einen anderen Weg. Also deutlich mehr Grip, weniger Verschleiß. Das ist wirklich ein tolles Produkt. Und jetzt dort, wo wir ihn verbaut haben auf den Rädern, kommt er eigentlich auch sehr, sehr gut an. So, Mädels, Jungs zahlen dasselbe, nehme ich an. Ja, das heißt, Groß und Klein zahlt dasselbe. Groß und Klein zahlt dasselbe. Das heißt, egal welche Rahmengröße, 3000, oder ich gucke mal gerade, ob ich es... 3599 deutsche Euro für das Husqvarna Cross Tourer CT4. Hier sehen Sie die Rahmengröße, 45 cm. Es geht ungefähr wie hoch von den Rahmen, wenn ich bis sehr groß 60 bin? 60 beim Herrn. Bis 60, das ist XL? Das ist dann XL, ja. Das ist XL. So, WeCycle, zeig mal. Du bist autorisierter Husqvarna-Partner oder gibt es sie irgendwo am Bahnhof im Schwarzmarkt? Nein, wir sind autorisierter Händler, sowohl für Husqvarna als auch für die vier anderen Marken, die wir noch führen. Und machen das Ganze wirklich mit absoluter Leidenschaft bzw. auch aus absoluter Überzeugung, was dieses Produkt angeht. Ich sehe das Rad schon aus dem vergangenen Jahr als sehr, sehr stark. Und aber auch in diesem Jahr mit der Aufwertung, weil es gab eigentlich eher keine Vergünstigungen oder dass die Räder günstiger geworden sind. Aber hier haben wir ein Modell, was deutlich aufgewertet wurde, stärkerer Motor und dementsprechend stärkerer Akku. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Vielen Dank, Nico Ockenfels. Wir befinden uns hier in St. Wendel, bekannt für seinen Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr ausgefallen ist oder im letzten Jahr. Aber eine ganz tolle Destination, wenn Sie unterwegs sind, irgendwie mit dem Wohnmobil auf Reisen und so weiter. Kommen Sie mal ins Saarland. Da hat er gleich zwei Läden, der Nico. Aber er hat auch einen Versandhandel. Zweiter Laden übrigens in Riegelsberg bei Saarbrücken. So. Und den Versandhandel WeCycle.de. Da findet man alle Fahrräder, aber auch hier wieder der Tipp, vielleicht nicht zu lang ausholen. Wenn Ihnen das Fahrrad gefällt, was Sie hier sehen, es wird keine großen Mengen geben. Insgesamt von dem Typ kriegst du wie viel? Ich kann es jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, aber das hier sind jetzt die ersten und wir haben, glaube ich, knapp 10 Modelle bekommen jetzt mal, warten noch auf den Tiefeinstieg. Aber es ist nicht so wie bei Impfdosen, dass sie dann irgendwie weggestrichen werden und du dann auf einmal so und so viel bestellt hast und die kommen dann nicht. Hast du das schon erlebt? Durchaus. Also es ist gerade ein schöner Vergleich, aber es ist wirklich so, wir kriegen nicht die Mengen, wie wir gerne hätten. Ich habe jetzt bei dem CT5, was ich gerade angesprochen habe mit dem neuen EP8, da verschiebt sich wieder. Ich habe heute telefoniert. Das wird eher Mitte, Ende des Monats. Ich habe auch eine Kundin, die ganz dringend auf das Rad wartet. Richtig, genau. Und ja, also es gibt immer wieder Punkte, wo sich Liefertermine verzögern. Es gibt Marken, bei denen ist es eine absolute Katastrophe. Und es gibt Marken, die haben es einigermaßen gut im Griff, kämpfen aber auch mit der zukünftigen Situation. Also auch hier nochmal. Derjenige, der sich für 2021 ein Fahrrad aussucht, sollte sich relativ schnell da beraten lassen und auch eine Entscheidung treffen. Weil in Richtung, oder ich sage jetzt mal das Szenario, im Februar bekommen wir jetzt schon 20 Grad und das Frühjahr ist schneller da, wie wir denken können, werden wir im April ein richtiges Problem bekommen. Okay, und die Fahrradhersteller, die müssen ja auch der ganzen Sache Herr werden. Und die Frage ist auch, ob alle dann auf Vollgas stellen und sich das vielleicht erstmal nur ein Jahr mal angucken. So, dann muss man auch sagen, da sind Bauteile verbaut, die wirklich namhaft sind. Das heißt also, egal wo ich das jetzt kaufe in Deutschland, sowas kriege ich auch noch wahrscheinlich in 20 Jahren repariert. Dass ich, wenn die Schaltung nicht passt, passt halt eine andere drauf. Das ist alles genormt, so muss man sagen. Vielen Dank, Nico Ockenfels, wenn Sie es bestellen wollen. Öffnungszeiten, wie läuft das im Moment? Jetzt soll ja demnächst wieder aufgehen, was man so munkelt. Vielleicht dauert es ja noch ein bisschen. Wie sind normalerweise die Öffnungszeiten? Also wir sind von 10 bis 18 Uhr, montags bis freitags da und samstags von 9 bis 13 Uhr. In der aktuellen Situation samstags nicht. Aber wir hoffen ja, dass es bald sich wieder ändert und dann auch losgeht. Ansonsten ganz klar, unser Webshop, da sieht man jedes Modell, jede Verfügbarkeit auch. Auch zu dem Thema Schulz. Die Produkte haben wir extra jetzt auch noch mit in den Webshop reingenommen. Das heißt also, auch diese sieht man im Webshop, sofern dann halt auch verfügbar. Ja, mal kurz mal zeig's vorne, den Karton, dass ich das mal abfilmen kann. Bei Schulz heißt das Produkt, weil viele, die gucken ja gerne deine Videos, kaufen es ja woanders. Vielen Dank dafür übrigens. Und trotzdem tut es der Sache gut, weil wir wollen ja
mal zeigen, was kann das Ganze, wie ist es. Wir würden uns aber trotzdem freuen, wenn das einer sieht, dass es bei dir bestellt, oder? Ausnahmsweise. Natürlich, klar, gerne. Nico Ockenfeld, stellvertretend für 30 Mitarbeiter aus dem WeCycle-Konzern des Saarlandes. Und ja, vielen Dank für die Zeit, Nico, für das CT4 Crosstourer von Husqvarna. Ein neuer Stern am Fahrradhimmel. Gibt es jetzt seit 4 Jahren? Ja. Seit 4 Jahren. Danke. Tschüss. Ciao.